Die Markenneuanmeldung der Woche. Ihr wisst Bescheid, montags immer Markenneuanmeldung der Woche. Und wir haben uns entschieden für die Anmeldung einer Wortmarke, die da heißt Elfi und Zwölfi. Also nicht 3i und 4i und auch nicht 8i und 9i, sondern Elfi und Zwölfi. Das klingt doch fast wie eine Elfengeschichte von Elfi oder wie eine Zeichentrick- oder Comicserie. Was meint ihr? Was fällt euch da so ein? Schreibt es gleich mal in die Kommentare, damit ich dann mal schauen kann, was ihr so damit assoziiert habt oder hättet. In jedem Fall hat mich das neugierig gemacht. Was verbirgt sich hinter Elfi und Zwölfi? Und ich gehe dann immer so vor, dass ich mir die Waren- und Dienstleistungsklassen anschaue, um mal einen Eindruck und ein Gefühl für die Marke zu bekommen. Und habe festgestellt, angemeldet und eingetragen, einmal Klasse 16. Das sind Druckereierzeugnisse, Papier und Schreibwaren, Papier und Pappe und auch Figuren aus Papier und Pappe. Klasse 28, Spielwaren, Spiele, Spielzeug. Kommt doch schon hin mit Elfi und Zwölfi, so vom Gefühl her, oder? Dann haben wir noch die Klasse 41, nämlich Bildung, Erziehung, Unterhaltung, sportliche Aktivitäten. Jo, und auch Verlagsdienstleistung. Sieh mal einer an. Ja, wir kommen der Sache und schon immer wieder näher. Dann habe ich mal Google befragt. Dann sagen Google, hilf mir mal weiter. Elfi, Zwölfi, was fällt Google dazu ein? Und Google sagt mir, es gibt bei Amazon ein Buch mit Kindergeschichten Elfi und Zwölfi. Allerdings, und ich habe den Markeninhaber mal mit der Autorin verglichen, das passt nicht wirklich zusammen. Die Autorin ist eine andere als die Markenanmelderin. Außerdem gibt es das Buch schon einige Jahre und die Markenanmeldung ist ganz frisch. Das passt irgendwie nicht so zusammen. Dann habe ich weiterhin Google befragt und habe mal nach der Markenanmelderin gegoogelt und festgestellt, das ist wohl eher eine Dame, die Coaching macht. Das widerspricht sich nicht. Aber ich bezweifle, dass die Elfi und Zwölfi Coaching mit Handpuppen macht. Ein Elfi sprach zu Zwölfi, wie auch immer. Und auf der Homepage habe ich auch nichts von ihr finden können. Nach einer Coaching-Methode Elfi, Zwölfi oder irgendwas anderes. Passt auch nicht so wirklich irgendwie zusammen. Und mehr habe ich leider nicht gefunden. Schade, schade, schade. Ich hätte nämlich gerne mehr über Elfi und Zwölfi erfahren. Fazit: Möglicherweise ist eine Homepage oder eine Marketingkampagne des Markeninhabers und Anmelders in Vorbereitung. Aber wie wir ja aus Erfahrung hier wissen, oftmals warten Markeninhaber mit dem Start einer neuen Homepage oder mit dem Verkauf von Produkten, bis die Marke endgültig eingetragen wurde. Und im Moment ist sie ja nur veröffentlicht. Ich bin gespannt, was da noch kommt und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und, das ist jetzt das Spannende für euch morgen, ich habe schon mal hier über eine Markenneuanmeldung berichtet, zum Beispiel Duft der Demokratie, wo wir uns alle die Frage stellen, wie riecht die Demokratie? Und da konnte ich im Netz auch nichts finden. Und jetzt habe ich Post bekommen. Post von dem Inhaber der Duft der Demokratie. Und er hat mir das alles sehr, sehr schön erklärt und hat mir auch ein Parfüm geschickt, wie Duft der Demokratie riecht. Das Video dazu seht ihr morgen, mache ich morgen, denn ich muss ja auch morgen ein bisschen was erzählen. Für heute aber als Ende, Schluss, Fazit, wie auch immer, haben wir die Markenneuanmeldung der Woche Elfi und Zwölfi. Wenn es hier was Neues gibt, halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen, wünsche einen schönen Abend und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid bei meinem neuen Video. Bis dann, Servus!